Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, in der letzten Folge waren wir hier beschäftigt, die Basis weiter auszubuddeln. Das werden wir jetzt einmal an der Stelle auch weiter tun. Wir werden uns nach unten buddeln und werden nach unten einen Raum bauen. Ich weiß noch nicht, ich möchte auch mal wieder auf jeden Fall ein kleines bisschen looten. Ihr müsst euch jetzt nicht wirklich die ganze Zeit antun, wie ich hier einfach nur Steine haue. Das ist auf Dauer nämlich extrem langweilig. Deswegen werden wir das nicht dauerhaft machen, keine Sorge. Hier kommt übrigens auch Beton drauf. Wie man sieht, so langsam härtet der Beton auch aus. Das dauert durchaus wirklich einen kompletten Tag, bis er ausgehärtet ist. Vor allem macht es auch einen Unterschied, ob ich das in irgendwo mache oder außen. Beton härtet außen tatsächlich schneller als in. Beziehungsweise hier unten, wo eben keine Sonne dementsprechend rankommt. Das ganze Zeug. So, des Weiteren werden wir einmal noch Bäumchen fällen gehen schnell. Wir brauchen nämlich ganz dringend auch wieder Holz, um unsere Schmieden am Laufen zu halten. Da mir mittlerweile die Stühle ausgehen. Ist es besser, wenn ich da dementsprechend wieder Holz nehme. Allerdings kostet uns die Stahl-Axt relativ viel Ausdauer. Muss man echt ein bisschen aufpassen. Ist Ausdauer ohne Ende, ist aber halt auch effektiv ohne Ende. So, das Ding ist, glaube ich, leer, oder? Bingo. Wir schauen mal einmal, bevor wir jetzt wieder zur Basis zurückgehen und dann... Ja komm, wir gehen... Wir haben jetzt Tag 16, Tag 21 kommen die Horde. Ah, da ist wieder Yucca. Oh, und der Kaffee ist fertig. Wir werden nochmal auf jeden Fall ein bisschen gehen. Ich möchte euch jetzt nicht die ganze Zeit damit langweilen, dass ich nur Basisbau mache. Ich versuche zumindest eine gesunde Mischung hinzubekommen. Ah, guck mal hier. Aloe Vera Pflanze ist auch fertig. Sehr schön. Dann hat sich das zumindest schon mal gelohnt. Kaffeestrauch. So, Kaffee können wir auch gleich wieder herstellen. Der Rest ist alles... Ah, und der Mais ist auch fertig. Wunderschön. Können wir auch gleich neuen Mais anbauen. Packen wir uns jetzt hier einmal komplett durch. Gesagt, Gartenarbeit muss halt auch an gewisser Stelle sein. Und neuer Basisausbau auch. Ach, da drin. Ah, da drin ist mir relativ klar. Bis sie durch die massive Wand durch sind, das dauert. So. Hammer. Aloe Vera. Kaffee Yucca. Und zwar werden wir Rezepte, Kaffeesamen zweimal. Aloe Vera, Rezepte, Samen einmal. Einmal, besser als nichts. Rezepte, Yucca, einmal, besser als nicht. Oh, das müsste ein Feral sein. So schnell sind die normalerweise nämlich nicht bei Beton. So, Aloe Vera haben wir jetzt dann schon drei Pflanzen, sehr schön. Kaffeesamen haben wir auch zwei neue. Das Feral? Ah, nee, zwei Militärs. Oh, wir brauchen Wasser. Und Nahrung habe ich auch nicht genommen. Obwohl ich in der Basis war in der letzten Folge. Na, super. Alter, die sind echt effektiv. Sicher, sicher. Okay, gut. Wir müssen jetzt einmal zurück. Das war sowieso jetzt erstmal mein Plan. Wir gehen jetzt zurück. Geben nochmal das Loot-Zeug alles ab. Ich weiß nicht, ob ein Minibike ist. Ich glaube allerdings, im Minibike ist nichts. Und werden nochmal die Schmiede anwerfen, werden dann nochmal Holz nachlegen, zwangsweise auch müssen. Und, Alter, 360, nice, geiler Move. Und werden dann noch ein bisschen looten, vielleicht nochmal Militärbasis oder sowas. Mal sehen, was wir finden. Ich glaube allerdings, Militärbasis ist gar nicht verkehrt, wenn wir die looten. Vielleicht auch ein normales Haus, ist ja mittlerweile auch wirklich guter Loot drin und viel Loot vor allem auch drin in den Häusern. Wir kriegen auf jeden Fall, irgendwas kriegen wir gelootet, da bin ich mir sicher. So. Stopp. So, einmal Ausdauer. Wir brauchen Wasser. Tatsächlich Wasser, 89. Aber bei 89 beschwert er sich schon, dass er Wasser möchte? Was ist mit ihm falsch? Mein Freund. Nur nicht. So, hier. Wir haben Kartoffeln, wir haben Fleisch, wir haben Wasser. Wir müssen auch mal... Oh, wir haben Eier mit Speck. Moment. Wir haben Eier. Eier mit Speck, bitte, meine Damen. Eier mit Speck. Dann machst du mir einmal Fleisch. 10. Mach mir mal 5. Kartoffeln. Mach mir mal 20. Okay. Wasser können wir benutzen. Benutzen wir gleich nochmal. Wasser haben wir ohne Ende.
Ist auch nicht das Problem. Gläser haben wir auch. Haben wir noch Gläser? 26 wieder. 28. Also Wasser haben wir genug. Daran soll es nicht scheitern auf jeden Fall. So, die hier ist aus. Das soll nicht so bleiben. Wir nehmen einmal die Hälfte. Bingo. Einschalten. Machen es so und machen es so. Den brauchen wir sowieso wieder auch in der Schmiede. Hier haben wir Sand, beziehungsweise, wieder 400. Und müssen hier weiter Zement herstellen. Hier packen wir einmal die anderen 190 rein. Nehmen den hier raus. Stellen hier gleich wieder her. Nochmal 300. Dann ist das eine abgearbeitet. Hier müssen wir halt auch wirklich immer wieder nachlegen, damit wir das ganze Zeug hier halt auffüllen. So, hier kommen weg. 155 geschmiedetes Eisen, auch nicht verkehrt. Hier nochmal 8. Okay, hier haben wir nochmal lehmige Erde. Kommt hier hin. Das brauchen wir momentan nicht. Das auch nicht. Eine Waffe wollte ich noch mitnehmen. Und zwar, wo ist meine 4er Pistol? Da ist meine 4er Pistol. Die nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Basisausbau können wir auch nochmal machen. Wir können aber auch mal hier zerlegen. Geht momentan nicht. Okay. Haben wir hier noch was? Aber hier haben wir auch noch Nahrung, Wasser, Beeren, Fleisch. Oh, Kaffee nochmal sogar. Maismehl. Auch nicht verkehrt. Potten haben wir ja auch drin. Und dann haben wir auch gleich wieder ein bisschen was wegsortiert. Ist auch nicht verkehrt. Das hier raus. Halt, den nicht. Das hier. Das hier wollte ich raushauen. Da fällt gerade ein Schreier in meine Spikes, aber solange er mich nicht sieht, schreit er nicht. Und dann bleibt er, dann verstirbt es an den Spikes, die Schreierin. Na, hier können wir nochmal Kaffee herstellen. Wir gehen mal schnell aufs Dach. Da aus. Vielleicht sollten wir hier auch endlich ab. Ich glaube, wir bauen hier auch. Wir bauen komplett ab hier oben auf dem Dach. Komm her. Wir nehmen die komplett mit und bauen nur noch das Feld. Das auf dem Dach ist zwar ganz nett, aber wenn wir die Basis eh umlegen, pflanzen wir lieber das ganze Zeug dann dementsprechend aufs neue Dach, beziehungsweise in den neuen Garten, nicht aufs Dach, aber in den neuen Garten ein. Da ist es sinnvoller angelegt. So, dann können wir hier zumachen. Dann müssen wir nicht wieder her. So, die Tür kann auch zu. Dann haben wir noch Kaffee, Samen. Ja, wir packen es mal schnell hier zwischen rein. Das lagern wir dann dementsprechend aber auch um auf jeden Fall. So, wir nehmen das Jagdmesser mit anstelle von der Machete. Das nehmen wir mit. Das hier wollte ich eigentlich auch weglegen. Den Hammer nehmen wir mal auch noch mit. Das schleppen wir mal mit. Das packen wir dann noch in die neue Basis mit rein, würde ich sagen. So, hier Eisen. Geschmiedetes Eisen. 84 Stück. Gerne doch. Kannst du schon mal herstellen. Beton nehmen wir auch nochmal 80 Stück mit. Damit kommen wir dann schon mal ein bisschen weiter. Und dann gehen wir jetzt nochmal zur anderen Basis. Und in der Richtung werden wir dann auch irgendwas looten. Vielleicht eine Militärbasis. Ich glaube, wir nehmen die Militärbasis. Das hier müssten wir schon gelootet haben, glaube ich. Ich glaube, die Militärbasis hier vor uns. Und wir nehmen erst die Militärbasis mit. Vielleicht finden wir da auch, da in der Militärbasis findet man meistens gut Waffen und Munition. Was ist das hier? Ach, Strom, glaube ich. War die hier. Da hacken wir uns jetzt einmal rein. Und looten die noch komplett leer. Dann haben wir auch mal wieder was gelootet auf jeden Fall. Dann ist es nicht ganz so langweilig. Immer nur Basisbau ist auf Dauer auch öde. Sind wir mal ehrlich. So, da kommt schon der Erste. Hallo! Du allein? Hast du Freunde? Alter! Mit einem Schlag ein Militärzombie. Gut, war ein Headshot und wir haben mittlerweile ein bisschen was geskillt, aber krass. Nice. Und Saves halt auch, wenn wir Glück haben, ist da was Sinnvolles drin. Hier ist nichts drin. Ja, ein bisschen Eisen, aber auch kein Mensch. Müll, wichtig durchsuchen, denn wir haben mittlerweile kein Klebeband mehr. Wir müssen uns Klebeband herstellen und gerade Duct Tape, Panzertape findet man super. Oh, eine neue 4er Pistol und Waffenreparaturkit. Nett. Oh, Schrotflintenlauf, Rezept. Ah, wollte gerade sagen. Wenn wir nämlich jetzt. Alter, krass. Okay, läuft, würde ich sagen. Man kann den Safe nur noch vorne an der Tür übrigens aufbrechen. Mal hier. Auch ein Schlag? Nee. Ich glaube, es war ein Brusttreffer, kann das sein?
Okay, da kommen sie alle angerannt. Ah, das war gar nichts. Alter, ich brauche einen für einen Militärzombie. Einen Schlag auf den Kopf? Ernsthaft? Das ist mega cool. Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Wieso ist unsere Ausdauer... Achso, ich Vollidiot. Einmal dürfte raten, was ich vergessen habe, in der Basis zu tun. Ich habe zwar Essen hergestellt, habe aber nicht gegessen. So wird man halt auch nicht satt. Okay, ja, geht letztendlich nur auf die Ausdauer im Moment. Macht nichts, die Militärbasis werden wir jetzt fertig looten. Dann werden wir erst die neue Basis noch mit dem Beton, den wir jetzt haben, verstärken. Und dann gehen wir erst essen. Es geht noch. Wir sind noch nicht am Verhungern. Alles noch im grünen Bereich soweit. Ja, Nahrung herstellen. Gut, jetzt habe ich sie zumindest schon mal hergestellt. Das ist zumindest schon mal was. Und wir verlieren halt relativ viel Ausdauer dadurch. Hier haben wir jetzt 32 Schaden. Hier haben wir 35 Schaden, weil wir eben diese 3 haben durch die Modifikation. So, Ausdauer ist wieder da. Ah, die Saves aufbrechen, das wird dann jetzt mit wenig Ausdauer schwierig. Oder halt langwierig. Schade. Einmal noch. Ja, 48 Munition. Nee. 61 Munition. Nee, sogar 69 mit der Schrotflintenmunition noch zusammengerechnet. Cool. Über 60 Munition in dem Ding gefunden. Nicht übel. So, hier oben liegt außer einem Vogelnest ab und zu auch mal noch eine Munitionskiste, wo eben auch nochmal geiles Zeug drin sein kann. Wobei wir finden momentan in den Munitionskisten hauptsächlich Ach, nee. High-Tech Modification, Weapons and Armor. Wir können Lichter... Helmlicht. Rezept. Cool. Allerdings, wir haben mittlerweile einen Mining-Helm. Kann ich einen Mining-Helm mit dem Helmlicht ausstatten und würde es dann insgesamt nochmal heller? Wäre cool. Boah, ich liebe auch die Stahlachs, die wir gefunden haben. Weil wir damit halt wirklich gut vorwärts kommen. Gerade was hier... Was Einbrechen in Häuser angeht, ist echt hilfreich. Bin mal gespannt, wann der erste Militär-Feral-Zombie kommt. Dann dürfte es eigentlich nicht mehr auf sich warten lassen. Wie? Nee. Für Antennensamen. Oder Pflanze, in dem Fall. So, vielleicht hier noch ein bisschen Munition. Pistol. Ja, zweier Pistol. Ist immer Munition dabei. Oh, Kaffee, sehr schön. Was wir bräuchten, wäre Pilzsamen. In irgendeinem Müll oder sowas kann man auch Pilzsamen finden. Das würde ich feiern. Auch wenn es nur ein einziger wäre, den können wir dann langsam aber sicher vermehren. Wir bräuchten echt dringend Pilzsamen. Das heißt, ich muss öfters mal, glaube ich, gerade so Müll, Mülltonnen und so weiter, auch Kleber und so weiter, kriegen wir da raus. Muss man mehr sowas looten. Lass ich meistens einfach gerne liegen. Ist nicht optimal. Oh, zwei Maschinenpistole. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. So, wir gehen da wieder raus, wo wir reingekommen sind. Dann sparen wir uns wieder ein bisschen rumgehacke. Hier hat sich, glaube ich, ja eh der Zombie... Genau, hier haben sich schon die Zombies durchgewühlt. Ah, und wir kriegen wieder Stühle, die wir verfeuern können. Ah, da ist nichts. Mal was hier drin. Dauert immer ewig, bis er das Ding auf hat. Oh, wir sind überladen. Müssen wir gleich mal schauen, wir haben bestimmt irgendwelchen Mist dabei. Das kann weg, der kann weg, die können weg. Ah, Flintengeschosse, super, braucht kein Mensch. Habe ich noch nie benutzt, in wirklich keiner Alpha-Version. Werde ich normalerweise auch nicht benutzen. Ist wie Raketenwerfer. Auch, habe ich nie richtig benutzt oder habe ich nie benutzt, weil es einfach Raketenwerfer ist unpraktisch, weil da riesen Löcher reinspringen überall. Und dann halt auch in die eigene Basis. Oh, cool, das müsste Aloe Vera Samen gewesen sein. Nett. Kaffee Samen und Aloe Vera Samen. Können wir gleich wieder anbauen. Wächst unser Feld. Kontinuierlich. Uff. Gefällt mir das Ganze. So, mittlerweile nur 2 Schläge. Komischerweise ist das gerade mal einem aufgefallen. Der hackt mit der Stahlaxt nicht mehr nach. Bei der normalen Axt hat er immer noch einmal einen zusätzlichen Schlag nachgehauen. Gerade wenn so ein Benzinfass drin ist, immer sehr geil. Das macht er mit der Stahlaxt komischerweise nicht. Ah, nochmal Kaffee. Sehr schön. Rohr können wir zerlegen. Zerlegen. Ich habe gerade irgendwas aus Versehen hergestellt. Gläser nehmen wir mit. Da hinten ist nichts.
Okay. Militärbasis. Hier haben wir noch einmal Working Stiff Tool. Wire Tool gar nicht schlecht. Okay, die Mütze können wir zerlegen. Hier können wir zerlegen. Das Sandwich, naja, eigentlich ungern. Haben wir noch was, was wir nicht brauchen? Glas. Da ist echt der Amboss besser. Den schmelzen wir nämlich ein. So, gucken wir mal nach da oben. Gut, Militärbasis durchgelootet. Auf dem Dach der Militärbasis, was ich glaube nicht. Das zählt noch zu den alten Gebäuden. Ich glaube, da oben ist nichts. Hoffe es. Weiß allerdings auch nicht. Wir gehen jetzt nochmal zurück. Wir haben nämlich Hunger. Wo ist denn hier mein... Da ist mein Schlafsack. Dann geht es zur neuen Basis. Wie gesagt, dann werden wir die noch ausbauen. Dann haben wir in der Folge... Wir haben Nahrung... Also wir haben was Sinnvolles gemacht. Wir haben was hergestellt. Wir haben die Basis ausgebaut. Und wir haben was gelootet. Ausgewogene Folge. Wenn sie in jeder Folge so laufen würde, wäre, glaube ich, okay. So, erstmal zurück. Essen. Essen, Essen, Essen. Loot abgeben vor allem auch. So, Ausdauer. Oh, können wir überhaupt springen, wenn wir überladen sind? Ja. Mittlerweile haben wir so viele Taschenplätze, dass wir nicht mehr so mega hart überladen sind wie sonst. Dann funktioniert's. Okay. Samen nehmen wir am besten aber auch gleich mit, oder? Halt. Den hier. Kaffee nehmen wir auch mit. Den hier. Die hier. Haben wir noch irgendwas, was sich lohnen würde? Ach, Kaffee. Nehmen. Rezept. Kaffeesamen. Herstellen. 2 Kaffee. Hier rein. Essen. Eier mit Speck. Wieder Schnelltaste A. Einmal. Zweimal. Einmal. Und noch eine Kartoffel. Dann haben wir ein ausgewogenes Menü gegessen. Das sollte ja wohl reichen. Wie sieht es mit Wasser aus? Wasser sollten wir genug haben. 119 im Bingo Bongo. Hier haben wir nochmal, ja, nochmal 200. Sehr nice. Hier können wir gleich nochmal herstellen. Und nochmal Zement draufhauen. Beton wieder herstellen. 200. Da schmilzt 2 da ein. Bingo Bongo. Wir haben die Samen. Wir haben das. Jetzt geht's zur Basis. Basisausbau. Nächste Folge dann wieder looten. Basisausbau. Das sollte bis zur Tag 21 heute vielleicht hinhauen. Wir werden auf jeden Fall nochmal einen Tag einplanen müssen, glaube ich, für die Verteidigung dann der neuen Basis. Da kommen logischerweise kommen da auch Spitzen hin. Kommen da anderes Zeug hin, wo die Zombies dann auch schon mal Schaden nehmen, dass die auch dadurch sterben. Vielleicht die ersten Elektroteile, die hinkommen und so weiter und so fort. Also da werden wir uns auch was ausdenken, sodass die Zombies es nicht allzu einfach haben, auf jeden Fall. Oh, und mir kam gerade eine geile Idee. Oh, die werden wir auch umsetzen. Das könnte nice werden. Verrat noch nicht, was es ist, aber das... Oh, das wird echt nice. Oh, mir kam gerade eine geile Idee mit Elektrozeug, was wir bauen können zur Verteidigung der Basis. Oh, das machen wir. Das wird cool. Das kommt aber viel, viel später. Das würde jetzt auch zu weit vorgreifen. So. Bingo! Die Felder wachsen. Genau das will ich sehen. So, hier nochmal Aloe Vera. So. Hier haben wir nochmal Kartoffeln. Halt. Die Spur müssen wir mal auf. Achso, nee, hier haben wir ja noch. Wir haben ja eine Dreierspur Kartoffeln. Oh, cool. Growing, growing, growing. So gefällt mir das. Wunderschön. Wunderschön ist das, mein Junge. Da waren wir schon die ganze Zeit im Weg. So, Basisbau. Einmal das Hämmerlein. 790. Oh, das könnte für den Turm sogar schon reichen, teilweise. Schauen wir mal. Einmal. So. Wie gesagt, das in der Mitte wird der Turm, wo ich hauptsächlich dann auch runterschießen werde. Das heißt, der muss auch ordentlich verstärkt sein. Aber ich bin mal gespannt, wie die Zombies laufen. In der Alpha 17, bei dem Bau, was ich jetzt hier gerade mache. Das könnte durchaus interessant werden. So. Bingo. Ja,
Da kann auch schon mal. Können wir hier oben gerade weitermachen eigentlich. Oh, dann sind wir echt schon weit gekommen mit der neuen Basis sogar. Also man erkennt, glaube ich, was es sein wird. Hier unten werden Spitzen sein hauptsächlich, die eben die Zombies aufhalten. Der Turm wird höher gebaut, logischerweise weit, weit höher. Die können wir dann auch abreißen eigentlich. Brauchen wir nicht mehr. Waren ja nur zur Orientierung, wo ich gegraben habe. Kommen jetzt sogar einmal komplett außen rum. Oh, die werden wir dann auch, die werden wir einfach wieder verbrennen. Der muss ja nichts weggeschmissen werden. Oh, cool. Cool, ich kann sogar den Turm weiterbauen. Ja, das ist nett. Das ist sehr nett. Hier. Ah. Ich wollte jetzt elegant rüberspringen. Wir brauchen später eh eine Leiter dort, aber... okay, das war etwas weit hinten abgesprungen, glaube ich. War das ein Zombie? Ah, geht doch. So, das Türmelein. Ragt sich nach oben. Okay, das war's jetzt. Hier kommt dann eine Treppe rein. Eine Treppe eigentlich aus geschmiedetem Eisen. Leiter. Holzleiter, Eisenleiter, Stahlleiter. Ach, das ist eine Stahlleiter. Ich würde schon eine Eisenleiter machen wollen. Weiß ich. Machen wir mal 10. Oh, cool. Ich kann hier eine Stahlleiter anfertigen. Interessant. So, wie gesagt, der Turm wird relativ hoch werden. Die Zombies fallen dann letztendlich. Der Plan ist so, dass die Zombies, er hier beispielsweise, hier reinfällt. Dann hier in die Spitzen reinfällt. Und hier dann letztendlich, ja, durch Spitzenschaden erleidet. Und von mir, da ich oben auf ihn drauf hauen werde, auch Schaden erleidet. Oh, Airdrop. Nehmen wir mit. Nehmen wir definitiv mit. So, den hier werden wir aber mal schnell umnieten. Hallo. Ich bin's, der Pepe. Sah gerade aus, wie ein Wolf vor mir steht. Gott sei Dank nicht. Ja, komm. Ist mir ein Dorn im Auge. Okay, wir fahren jetzt dann erstmal zum Airdrop, würde ich sagen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann geht der Basisbau weiter auf jeden Fall. Ich versuche es wieder so zu machen. Looten, Ressourcenfarm, Basisbau. Kriegen wir alles in einem Hut, immer in eine Folge rein. Sollten wir hinkriegen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge bei 7 Days to Die. Macht's gut.